Kraft das Wort. Ja, sehr geehrte Präsidentin, werte Kollegen. Die Union bekennt sich nach vielen Irrungen und Wirrungen wieder zur Kernkraft. Da könnte man jetzt lang und breit und höhnisch darüber debattieren, aber ich lasse das einfach und sage: Willkommen zurück auf der rationalen Seite der deutschen Energiepolitik. Eine Energiepolitik übrigens, die von der AfD seit 2013, also Zeit unseres Bestehens, vertreten wird. Ihre pflichtschuldigen Ausführungen zum Bekenntnis zu den Erneuerbaren kommen zwar im Antrag noch vor, haben sich aber aus ihren Forderungen schon verabschiedet. Auch das ist ein Fortschritt. Endlich wird eben erkannt, dass eine zuverlässige und preiswerte Stromversorgung mit Wetter- und Jahreszeiten abhängigen Zufallsenergie nicht machbar und somit ein Standortrisiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist. Herr Träger, vergangenes Wochenende mussten die Stromkunden bis zu 56 Euro pro Megawattstunde an Stromentsorgungskosten zahlen, damit die deutsche Stromüberproduktion im Ausland verklappt werden konnte. Und überhaupt ist ein Vergleich mit dem Ausland Augen öffnen, zum Beispiel eben mit Frankreich, das Sie ja so gerne kritisieren. Deutschland stehen ca. 500 Milliarden Euro Systemintegrationskosten für den massiven Ausbau der Netze bevor. Frankreich braucht diesen Ausbau nicht. Wasserstoffkernnetz für 20 Milliarden wird Frankreich nicht brauchen. 60 Milliarden für Großstromspeicher alle 20 Jahre braucht Frankreich nicht. Und Stromentsorgungskosten für Überschussstrom wird kein französischer Stromkunde jemals bezahlen müssen. Was Frankreich allerdings hat, Herr Träger, das sind Emissionswerte von rund 20 Gramm pro Kilowattstunde Strom. Und ich wage an dieser Stelle eine Prognose. Mit Ihrer Energiepolitik wird Deutschland diesen Wert niemals erreichen. 15 Millionen Tonnen CO2 für die wissenschaftsfeindliche Ampelkoalition, die gefährlichste Substanz auf Erden, wird seit dem finalen Kernkraftausstieg 2023 zusätzlich im deutschen Energiesektor jährlich emittiert. Und bis 2030 wird sich das auf rund 90 Millionen Tonnen CO2 aufsummieren. Der Ampel ist das egal. Liebe Kollegen von SPD, Grünen und FDP, geben Sie doch endlich zu, dass Ihnen CO2-Emissionen egal sind. Ihnen geht es einzig um Ideologie, Vetternwirtschaft bei der Umverteilung von Steuermilliarden und um die Bevormundung der Bürger. Europaweit sterben die Wasserstoff-Vorzeigeprojekte. Zuletzt das H2-Sinisch-Rotterdam-Milliardenprojekt. Zuvor das deutsche Leuchtturmprojekt Westküste 100 in Heide. Andere Projekte wie Uniper Rotterdam sind bis auf Weiteres verschoben. Trotz Milliarden an bereitgestellten Fördermitteln aus Steuergeldern stirbt ein Projekt nach dem anderen. Aber im BMWK setzt man weiter auf das tote Wasserstoffpferd. Es ist daher richtig und wichtig, dass die Union es wie die AfD sieht und dass daher die gesellschaftsspaltende Brandmauer in der Energiepolitik auch fällt. Allerdings sind Zweifel angebracht, liebe Union. Die Union fordert, den Rückbau zu untersagen, bis eine neue Regierung die Frage abschließend klären kann. Genau müsste es natürlich heißen, bis ein neuer Kanzler und sein Koalitionspartner dies beschließen. Und da muss man dann schon fragen, liebe Union, wie wollt ihr mit einem grünen Koalitionspartner den fundamental nötigen Richtungswechsel in der deutschen Energiepolitik einleiten? Liebe Union, wenn Sie es ernst meinen mit der Rückkehr zur Kernenergie und einem Ende der katastrophalen grünen Energiepolitik, dann ist doch eins klar. Die Brandmauer muss weg. Fazit. Liebe Kollegen, Ihr Antrag geht in die richtige Richtung, und wir stimmen ihm auch zu, auch wenn er zaghaft ist und genau das vermissen lässt, was dieses Land in der jetzigen wirtschaftlichen Situation dringend braucht. Ein grundlegendes Bekenntnis zu einem fundamentalen, dauerhaften und verlässlichen Richtungswandel in der deutschen Energiepolitik. Denn Zufallsenergien mit immensen Integrationskosten liefern nicht das, was unsere Industrie und unsere Bürger brauchen. Sie haben also die Wahl. Entweder Sie verkaufen das Wohl unseres Landes in einer ideologischen Koalition mit den Grünen, oder Sie entscheiden sich für eine rationelle Zusammenarbeit in der Energiepolitik mit der AfD. Das Wort hat Harald Ebner für Bündnis 90 Die Grünen.